Oh, meine Lieben, hallo, da bin ich wieder. Und diesmal habe ich einen sehr lieben Gast da, einen, würde ich schon sagen, alten Freund. Wir sind gute Freunde, aber noch nicht so lang. Dr. Bernd Bludau ist ein Internist, ein Facharzt für innere Medizin. Und er ist ein Deutscher, aber er ist ausgewandert. Bernd, wo bist du hingewandert? Wir haben zeitig das Land verlassen und leben jetzt auf den Kanarischen Inseln, Fuerteventura, um genau zu sein. Oh, und wie lange bist du schon in Fuerteventura? Jeder wird sich jetzt denken, ah, das ist ein Corona-Flüchtling, aber es so, Nein, nein. du bist ein Nee, Klimaflüchtling, oder ich bin ein Lebensflüchtling, sage ich mal so. Ich habe in Heidelberg lange gearbeitet und bin wegen meiner Familie, sind wir dann gemeinsam vor circa 20 Jahren ausgewandert, so dass wir einfach ein bisschen mehr Zeit haben für uns selber. wie? Ja, und Bernd, du bist jetzt gerade in Deutschland. Ja, allerdings und sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich so hilfreich, weil du bist ein Deutscher, du kennst das Land, aber du siehst das Land nur punktuell. Das ist so wie in einer Familie. Wenn die Großtante nur alle Jahre kommt, dann sieht sie, wie die Kinder wachsen oder was sich verändert. Das sieht man nicht, wenn man täglich drinnen ist. Und deswegen hast du mir dann ein E-Mail geschrieben, das mich sehr bewegt hat und wo ich dich gebeten habe, dieses Video zu machen. Was hast du beobachtet? Raphael, ich meine, man bekommt natürlich über Nachrichten und so auch ein bisschen Hintergrundinformationen. Und ich habe mich natürlich auch sehr informiert über diese ganze Corona-Geschichte. Aber was mir hier passiert ist, das hätte ich so nicht erwartet. Ne? Auch was mit den Menschen vor allen Dingen hier passiert. Ne? Wenn ich jetzt spazieren gehe durch die Parkanlagen hier, die Leute schauen einen gar nicht mehr an. Niemand grüßt, selbst wenn ich selber grüße. Und noch heftiger war es dann, als ich nach dem Spazierengehen wollte ich einen Kaffee trinken und musste meine Papiere dann vorzeigen. Und dann fragt die Dame mich, haben Sie denn noch einen tagesaktuellen Test? Ja, sag ich, nee, wieso? Wofür bräuchte ich einen Test? Ja, man bräuchte jetzt einen Test. Und ich sage, und wie kriege ich den? Ja, dann wollte ich halt so einen Test machen. Dann sagt er mir, ja, wenn Sie kein Smartphone haben, dann können wir den Test auch nicht machen. Ne? Und also die Rahmenbedingungen sind hier so mir so fremd geworden. Und die Menschen auch, ich spüre die unter einem extremen Druck. Ne? Ich meine, ich kann es verstehen in einer Weise, auch mit wer sich impfen lässt, wer sich nicht impfen lässt und so weiter. Viele Menschen, also unter anderem meine Schwester, die muss sich impfen, sonst darf sie gar nicht weiterarbeiten. Ne? Genau wie mein Bruder, der ist Lehrer, muss sich impfen. Und er sagt, ich tue das ja nicht zu meinem Vergnügen, sondern weil es halt vorgegeben wird. Ne? Wie ist es in Fuerteventura? Ist es da ganz anders? Also gibt es da keine Pandemie oder wie läuft es da? Also ob es da eine Pandemie gibt, das wäre nochmal ein anderes Video. Aber es wird halt einfach viel lockerer gehandhabt. Ne? Wir müssen natürlich auch Masken aufsetzen, wenn wir irgendwo einkaufen gehen. Aber es wird doch nicht nach meinem Ausweis gefragt, wenn ich irgendwo essen möchte. Auch vor allen Dingen in der Außengastronomie. Ne? Wollte mich ja draußen hinsetzen. Ne? Und Draußen, ah, du warst draußen, ja. Naja, konnte mich nicht bedienen. Sagte, tut mir leid, wenn das Ordnungsamt kommt, dann kriegen wir eine Strafe. Und die sind auch wirklich unterwegs. Ne? Ich bin jetzt schon 3, 4 Tage hier. Ich habe jetzt mittlerweile auch, nachdem ich den Text da geschrieben habe, der den Brief geschrieben hat, mit einigen Leuten noch gesprochen. Ne? Die sind unglaublich viele wahnsinnig verängstigt. Wahnsinnig verängstigt. Und wollen sich aber auch gar nicht aufklären lassen. Sobald das Thema auf den Tisch kommt, sagen sie, nee, 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 lass mich mal. Und ich meine, ich kann das ja ein Stück auch das nachvollziehen, wenn man sich jetzt hat impfen lassen müssen und dann Informationen bekommt darüber, dass möglicherweise da auch Nebenwirkungen auftauchen können oder dass die Effektivität der Impfung dieser Spritze gar nicht so hoch ist. Die Leute sind auch frustriert, weil ich habe so oft gehört, ich habe jetzt erste Impfung, zweite Impfung geboostert. Und weißt du, wenn die jetzt nochmal kommen, die nächste nehme ich aber nicht. Ne? Es gibt schon auch Bewegung. Ne? Aber Man,
wenn du jetzt, also da du ja punktuell kommst, interessiert mich jetzt die Veränderung der Deutschen. Hast du das Gefühl, die Psyche der Deutschen hat sich verändert in den letzten 2 Jahren? Eindeutig, eindeutig. Also ich sehe es im engsten Familienkreis. Ich sehe es bei Freunden, wohne hier bei Freunden. Die Menschen, die treten aus dem Kirchenchor, die treten aus der Kirche, weil sie sich nicht geimpft sind. Ne? Und die werden dann ausgegrenzt, aber richtig hart. Ne? Okay. Verlieren ihre Stelle. Das ist jetzt eine Riesendiskussion auch im Pflegebereich. Und junge Familien mit kleinen Kindern, die stehen vor dem Ruin. Ne? Und emotional muss man ganz ehrlich sagen, auch das ist so eine Kälte aufgetaucht. Ne? Wenn man wird komisch angeguckt, wenn man jetzt draußen keine Maske trägt. Denkt man, was da denn? Ne? Also das Gefühl, dass die Menschen moralischer sind, also dass sie schneller verurteilen ein gewisses Verhalten, dass weniger Toleranz da ist? In bestimmten Kreisen auf jeden Fall. Kannst du das besser beschreiben? Wir sehen es ja schon beim Bundespräsidenten. Der hetzt ja die Leute wirklich auf, ne? dass geimpft werden soll. Ne? Kälter. Also es wird möglichst vermieden, über das Thema Corona zu sprechen. Dann geht's. Ne? Dann geht's. Ne? Wenn man andere Themen hat. Aber sobald man auch nur andeutungsweise in die Richtung was sagt und wenn es auch ganz harmlose Geschichten sind, wird sofort geblockt. Du hast deinen 90-jährigen Vater besucht, ich glaube im Pflegealtersheim ist er, oder? Ja, mussten wir ihn jetzt ins Altersheim geben. Und wie war das, was war das für eine Erfahrung? Konntest du da einfach rein oder war das kompliziert oder? Also du musst eine FFP2-Maske tragen, du musst einen Test haben und du musst deine Ausweise vorlegen, ne? Sonst kommst du da nicht rein. Das ist zu. Mhm. Und die älteren Herrschaften, ich meine, mein Vater, der ist jetzt 90, ich meine, der hat noch Sternstunden, der ist hin und wieder noch da, aber versteht auch viele Sachen nicht mehr so genau, ne? Und ist dann auch sehr irritiert durch diese Maßnahmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt zusammengefasst, Deutschland 2019 und Deutschland 2022 ist enger geworden, eiskalt geworden, okay. Und die Spaltung der Gesellschaft, nimmst du die auch wahr? Also spürst du die im Alltag oder? Ja, aber ganz grob. Also das Verhalten der Menschen zueinander ist in ganz vielen Bereichen von Angst geprägt. Man merkt das, wenn man in die Straße geht. Wie gesagt, ich bin das jetzt nicht mehr gewohnt, eine Maske draußen zu tragen. Die Menschen wechseln die Straßenseite. Das habe ich noch nie erlebt. Also ich meine auch, inwiefern die das verinnerlicht haben, dass das so unglaublich schnell geht. Man muss ja immer vorsichtig sein, was man sagt, aber ich habe mich früher habe ich mich immer gefragt, wie konnte das den Großeltern passieren? Ne? Und jetzt, ich persönlich fühle mich wie ein Markierter, der schlechter oder später oder möglicherweise auch gar nicht behandelt wird. Ganz komisches Gefühl. Ganz komisches Gefühl. Ja. Wie lange bist du noch in Deutschland? Wann bist du wieder in Fuerteventura? Bis Samstag bin ich jetzt noch hier. Ich bin also eine Woche hier, habe jetzt die Hälfte rum. Heute ist der Geburtstag. Bin gespannt, wie es da geht. Habe auch schon einen Test gemacht, damit ich ins Restaurant reinkomme. Na bitte. Aber ich begreife das überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht, dass so viele junge Menschen das so nonchalant hinnehmen und auch leben, dass das so aktiv gelebt wird. Ne, aber du warst ja... In anderen Ländern ist es ja nicht. Ich glaube, du bist ungefähr 55, also wie du 20 gewesen wärst, hättest du dir das träumen lassen, dass du so schnell so viele Vorschriften verinnerlichst, oder hat sich die Jugend geändert, hast du das Gefühl? Ja,
Also ich hätte das nicht erwartet, dass das überhaupt nochmal kommen würde. Das ist, was mich am meisten irritiert. Ja. Und es gibt natürlich auch junge Leute, ne, die Tochter meiner Freundin zum Beispiel, die aktiv und wirklich emotional gegen diese Geschichten wettert, aber man hat fast keine Chance. Na, wenn man nicht selbstständig ist und angestellt irgendwo ist, da wird ein derartiger Druck aufgebaut. Unglaublich. Hätte ich nie erwartet. Ich hätte nie erwartet, dass es überhaupt kommt und bin wahnsinnig überrascht, wie schnell und unproblematisch das durchgesetzt wurde. Hallo, mein Freund. Ja, Ah, die ganze Truppe okay. dabei. Ja, das gibt's ja nicht. Kinder, ich mache ein Video. Okay. Lieber Bernd, das war hochinteressant. Ich muss jetzt gehen, weil sonst die stehlen mir die Show und du weißt, ich möchte gerne im Vordergrund sein. Du Raphael, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, danke, Ich das wünsche sind dir tolle alles, alles Eindrücke. Gute und wir bleiben im Kontakt. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Gut, wir Baba. sehen uns. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.